herzlich willkommen. Mein Name ist Mr. Miami. Ich freue mich auf unser allererstes gemeinsames Video, auf unsere allererste Reaction von Ghazi D. Sie korbt ihn und es führt zu Schlägerei. Da bin ich sehr gespannt, sehr gespannt, welche Schlägerei da ausartet, ob hier Fäuste fliegen. Ich sehe im Hintergrund schon das Deutsche Rote Kreuz. Lassen wir nicht darauf warten, gucken wir uns das Video sofort an. Wie würdest du jetzt? Jetzt schon wieder sie, schick dich. Ach, cool. Aber ich vertrag nichts, was? Ich bin nicht so eine Bitch wie du. Warum? Nein, aber. Ich schwöre auf pass alles, auf, ich steh pass dir auf. So eine Dusche. Na, Bruder, wallah, was ist hier los? Und schon fängt's an, Bruder. Gegen einen älteren Mann? Ey, was machst du, Alter? Ich sage erstmal gar nichts, schauen wir erstmal an. Was machst du da, Alter? Bruder, zu wem sagt der Bitch am Nacken? Neben mir steht doch eine, soll er die beleidigen am Nacken? Mann, halt die Schnauze, halt die Schnauze. Ist er runtergefallen? Ey, Bruder. Oh, der Bruder auf jeden Fall hier am Eskalieren. Er sieht doch noch jung aus. Testo-Level sehr oben. Bruder, das war aber nicht korrekt, was du machst, sag ich dir ehrlich. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Ghazi D. Willkommen zu einem neuen Video von mir. What's up, bro? Heute kommt der zweite Teil. Der zweite Teil ist mies eskaliert. Schaut das Video bis zum Schluss und vergiss nicht, ein Like dazulassen, ein Abo und einen Kommentar. Viel Spaß. Stellen Sie sich erstmal vor. Wie, genau, wie heißt es? Stellen Sie sich erstmal vor. Sind also erstmal dieses Sie, sag dir mal, okay, du, das ist okay, viel cooler. Du. Wie heißt du, mein Freund? Ich heiße Ulf. Grüß dich, Ulf! Ulf. So, jetzt stell du mal deine Frage. So, wie finden Sie diese Frau? Jetzt ganz ehrlich, beschissen, hässlich, oder? Bruder, diese Frage, also er könnte ihr Vater sein. Wenn er jetzt darauf eingeht, dann stimmt mit diesem Mann auch irgendwas nicht. Jetzt schauen wir mal, was er antwortet. Was sagen Sie? Das ist überhaupt nicht mein erster Gedanke, ist doch sympathisch. Und ist also nett. Sie finden die Dankeschön. Sympathisch? Ist nett? Hübsche Frau finden ja, Sie? Richtig. Dankeschön. Ja, richtig. So, jetzt sprechen wir mal. Man weiß natürlich nicht, wie man das nimmt, wie man das aufnehmen soll. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass solche Herren wie er irgendwelche Kinder hier bewertet. Also ich weiß nicht, wie alt sie ist. Sie scheint noch im Mickey Mouse Club zu sein. So ungefähr die 15 bis 17 Jahre. Also ich glaube nicht, dass sie schon über 18 oder 20 ist. Auf keinen Fall. Den Spieß um, wie finden Sie denn, wie findest du den Herren hier? Da ich nicht auf Männer stehe, aber ist ja alles Geschmackssache, aber wenn ich dir die Sonnenbrille nicht hinten tragen würde, das wär's, oder das ist ja eine normale Brille, wär's vielleicht mal ganz cool. Ah, die Kollegin, sind die jetzt von ihm? Das passt mit dem T-Shirt überein. Die tragen rot wie ich auf meiner Stirn. Doch dafür habe ich ein großes Gehirn. Steh dazu, wenn du Brille tragen musst. Ich stehe nicht auf Joggingklamotten. Jeder muss das tragen, was er gerne mag. Richtig. Also der Lacoste-Anzug schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja. Hey, das ist ein freies Land, alles ja, gut. Klar, alles also gut. Schnellfickerhosen, Adidas, wo man die aufknüpfen kann, kann man gerne. Schnellfickerhosen? Ist das eine neue Marke von Adidas oder? Anziehen finde ich scheiße. Ja, aber gut. Und bei ihr findest du das aber gut. Der hat ja auch eine sogenannte Schnellfickerhose, wie du das jetzt gerade gesehen hast. Das habe ich gar nicht gesehen. Wollen aber Sie das mal reinstecken? Also warum sagt ihr schon wieder sie? Sie fickt euch. Ja, also. Ja, das wird schon ekelhaft. Das wird schon ekelhaft. Also, wer da als Frau oder Mädchen oder was auch immer, sie ist noch ein kleines Kind, aber trotzdem. Wer da noch so stehen bleibt und in diesem Video noch mitmacht, ist unterste Schublade. Ich schwöre euch. Und an diesem Tisch wird nicht gelogen. Kann mal reinstecken, ja. Hör mal raus, lass mal. Nee, komm, ekelhaft. Lass uns jetzt unter die Gürtel. Nee, so, ja, bleib mal sachlich, mein Freund. Ist so ganz normal. Sex, jeder hatte mal Sex. Sogar unsere Eltern, ist so ganz normal. Was ist denn jetzt warum an Sex machst so schlimm? Du mich denn dann runter, wenn ich die Sex habe? Du bist, ey. Ja, weil du 18 Jahre alt bist und 18-Jährige gehören noch im Kindergarten. Junge, du siehst aus, als ob du seit 15 Minuten geboren bist. 18? Ist jetzt wirklich 18? Boah. Das glaube ich nicht. Du bist gerade das Gebärmutter, komm, du hast auch noch runtergeholt. Halt die Schnüsse, halt die Schnüsse. Steht. Was ist euer Problem? Scheiß noch. Oh, die zwei mögen sich auf keinster Weise. Ich habe ein Problem, dass ich ihn gekorbt habe. Sie hat ihn. Oh, sie hat ihn gekorbt. Deswegen rastet er jetzt so aus. Aber ganz ehrlich, an alle Jungs da draußen. Wenn ein Mädchen, ein Mickey-Maus-Kopf wie sie hier links, euch einen Korb gibt. Lasst nicht mal zu, dass sie euch einen Korb gibt. Besonders so eine. Lasst das nicht zu. Ihn gekorbt und er kommt nicht drauf klar. Und sollte es auch so kommen, scheiß drauf. Scheiß drauf.
Ihr nehmt euch auf keinen Fall wieder rechts hier. Was ist dein Korpen? Also ein Korb geben, also ein Abfuhr, genau. Abweisen, Korb geben. Genau, das ist das. Sprecht doch Deutsch mit mir, ich bin Deutscher, Entschuldigung. Ein Korb ist ja Deutsch, ne? Ja, Basketballkorb. Nee. Wir sind auch Deutsche. Ja, aber ein Korb geben ist eigentlich, kommt also auch in Englischen. Aber ja, ist so ein Ghetto-Slang, ne? So unter alles den. Gut. Aber wenn man einen Korb kriegt, ja, da muss man als Mann sagen, scheiß drauf. Meine Worte. Er trägt auch meine Farben. Next. Er kennt ja nichts Besseres, als mich zu beleidigen. Er kennt euch gar nicht, oder? Doch, wir kennen uns. Also ich hab die im Hochhaus öfters besucht. Und die geht nachts arbeiten. Ich bin nur der. Sind es jetzt nur Gerüchte von ihm? Oder stimmt das wirklich? Geht sie wirklich nachts arbeiten? Moderator, ich hab selber keinen Plan. Ihr seid ein bisschen crazy, aber... Ja. Mit 18 Jahren. Mit 18 Jahren. Also ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr. Ich könnte wahrscheinlich euer Vater sein. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 44. Echt? Ja. Ich habe mich gut gehalten. Ich ernähre mich gut, mache Sport. Also ja, auch nicht scheiße. Aber hast du auch gut getrunken heute, ne? Oder bist du nüchtern? Nee, oder? Ich weiß, ich hatte zwischen 15 und 20 Altbier ungefähr. Ja, geht ja noch. Geht ja, das ist nicht so viel. Boah, Respekt. Respekt an ihn. 15 bis 20 Bier. Und er steht. Ulf, du bist ein Ehrenmann. Für mich ist kein Problem. 15 bis 20 okay. Bier haben sie getrunken. Wie würdest du jetzt... Jetzt schon wieder sie. Schick dich. Ach, cool. Hör mal, du hast 15 bis 20 Bier getrunken. Ich bin vielleicht älter als ihr, aber ich vertrag nichts. Was? Ich bin nicht so eine Bitch wie du. Entschuldigung. Okay, er ist älter. Man sollte immer vor Älteren Respekt haben. Ich persönlich, wenn es jetzt einer in meinem Alter wäre und sowas sagt, wäre die Kopfnuss von der Seite direkt schon gekommen. Aber ich bin ein sehr, 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 sehr amüsanter Kerl. Ich bin auch sehr nett. Ich würde sowas nicht tun. Da er älter ist, würde ich ihm dann natürlich sagen, hör zu. Rede nicht so mit mir. Ich mag diesen Ton nicht. Ich mag nicht diese Art und Weise, wie du mit mir redest. Bitte nimm das zurück und belass es dabei. Und ich persönlich glaube, dass dieser im roten T-Shirt von Blood in, Blood out natürlich selbstverständlich sagen würde, hey, sorry, er würde mir die Hand geben. Ich glaube wirklich, dass er so einer ist. Ich hätte ihm die Hand gegeben wie ein Mann. Hätte ihn auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, passt. Fertig. Wenn es einer in meinem Alter wäre. Warum nein, Bitch? Ich schwöre auf alles. Ich stehe dir gleich so eine durch. Ich meine, nein, Mann, ey. Ich meine das ernst. Mach nicht diese Filme mit mir, okay? Mit Bitch oder was weiß ich. Nein, nix. Entspann dich. Weil in seinem Alter war ich schon ziemlich anders. Also da hätte es keine Worte mehr gegeben. Aber ich schäme mich heute dafür. Nein, tu mir erstmal die Pfoten weg. Tu mir erstmal die Pfoten weg, ja? Erstmal die Pfoten weg. Ist alles in Ordnung, okay? Mach dir keinen Kopf. Ich habe wirklich viele Menschenkenntnisse. Und ich sage euch jetzt mal was. Dieser Typ im Lacoste-Anzug, in meinen Augen ist das nichts Hartes, Jungs. Er hat gesehen, dass der ältere Mann natürlich jetzt die Opferrolle einnimmt. Er fühlt sich überlegen und deswegen nutzt er das jetzt aus und pusht sich nach oben. Das hätte eigentlich ihm von vornherein schon sein müssen. Also direkt. Direkt. Und nicht nachdem du erst siehst, dass einer nicht mehr stabil ist oder weißt du, was ich meine? Das ist überhaupt nicht korrekt. Und es ist auch ein älterer Mann. Sowas gehört sich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es kommt natürlich drauf an, um was es geht, ob die Familie mit eingemischt wird, ob ihr wisst schon, sogar da solltet ihr heutigen Jugendlichen nicht drauf eingehen. Ich schwöre auf alles, ich hab mich gefreut. Ich bin trotzdem kein Jugenderzieher. Jung, entspann dich. War das ein Regenschirm jetzt, Bruder? Das war ein Regenschirm, oder? Was machst du, Alter? Ich geh nach Hause. Hat es da geregnet? Ah, anscheinend ein bisschen. Hat der Bruder natürlich seinen pinken Regenschirm dabei gehabt. Falls ein Ulf auftaucht und ihn als B nennt. Entschuldige. Nein, brauchst du nicht. Ja, genau, das meine ich.
Er muss sich absolut nicht entschuldigen. Ja? Er muss sich nicht entschuldigen. Er ist älter, er hat einen getrunken. Sagen wir mal, er muss sich entschuldigen. Okay? Aber das ist dann genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich hätte ihm gesagt, hör zu, diese Redensart gefällt mir nicht. Khalas, hör auf. Er hätte sich genauso entschuldigt. Und er hätte das ernst gemeint. Aber das ist halt diese Reife. Das nein, ist das Problem. Chef, das meine ich wirklich ernst. Alles gut, Chef, ich danke dir. Ne? Pass auf, ciao, auf eine Tschüssi. Walla, der arme Alter, was passiert hier? Morgen, was? Oder was machst du da? Zu wem sagt der Bitch Amanakum? Neben mir steht doch eine, soll er die beleidigen, Amanakum? Aber doch nicht. Boah, der ist gerade richtig auf Testokurs. Ey, Bruder, das war aber nicht korrekt, was du machst. Sag ich dir ehrlich. Bruder, was ist das korrekt, Amanakum? Halt dir eine Fresse, Mann. Halt die Schnauze, halt die Schnauze. Ist er runtergefallen? Ganz froh, dass er betrunken war, nichts checkt, Bruder. Aber das war echt nicht korrekt von dir. Sag was soll er machen, 44-jähriger Typ? Was soll er machen, Amanakum? Kann sich doch aber eh nicht werden. Das kannst du nicht machen, Bruder. Fick sein Arschloch, Alter. Nein, das ist ein Arschloch. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du Bitch, und du kennst mich nicht. Ja, ist doch egal. Was für egal? Ist doch egal, dann geh ich weiter. Davor hat er schon zu mir gesagt, fick dich. Das, die sind quasi die an alle Jugendlichen. Ich habe schon ein paar Videos von ihm gesehen, wie er sich auch sehr vorbildlich verhält. Das solltet ihr wirklich so übernehmen. Wirklich. Also tut euch nicht verstellen, geht nicht in die Täterrolle rein oder sonst irgendwas. Verstellt euch bitte nicht. Seid zu jedem korrekt, der zu euch korrekt ist. Ich bla bla bla, ich war noch. Und derjenige, der nicht korrekt ist, seid noch korrekter zu ihm. Vielleicht wird er sich dann auch ändern. Man weiß es nie. Wenn ihr dann merkt, dass er dann weiter die Täterrolle einnimmt, dann müsst ihr natürlich gerade stehen. Bruder, ich hab runtergeschluckt. Trotzdem. War Bruder, nein, trotzdem, das geht nicht. Bruder, das geht doch ein alter Mann. Du weißt es ist mir doch scheißegal, Bruder. Nein. Ist mir scheißegal. Irgendwann verliere ich meinen Respekt. Ehrlich. Guck mal, ich sag dir ehrlich unter uns, dass sie, was ihr zwischen euch... Naja, es ist nicht so weit gekommen, dass er komplett den Respekt verliert. Tut mir leid. Überhaupt nicht. Dieser Mann hat es natürlich gesagt, er wollte sich ein bisschen so anpassen. Er war, wie alt war er? 40, 44, 45, ne? Und er wollte da halt ein bisschen stehen, sich anpassen, so, ne? Dem Alters entsprechend von den anderen. Hat gedacht, es wäre so ein bisschen cool. Deswegen, der linke Lacoste-Träger, er spielt sich ein bisschen auf. Hab ich noch irgendwo als... Aber er ist auch noch etwas unreif. Und glaub mir, er wird sich auch noch irgendwann daran erinnern und schämen. Comedy gesehen. Nein, jeder Mensch. Gesagt, ich schwöre, Wallah, ja, dann hast du sie gehabt. Sie auch das Recht. Du interessierst mich genauso wie meine Schuhsohle. Bro, warum bist du dann da? Warum bist du dann da neben mir in einem Video, wo dich tausende von Leute sehen? Meine Schuhsohle sauber ist eine Fotze. Und dieser Typ, jeder Mensch handelt anders. Sie ist genauso Banane im Gehirn. Ich schwöre auf alles. Er beleidigt sie von A bis Z. Von A bis Z. Und sie steht immer noch da. Der eine sagt... Unterste Schublade. Ach okay, ich schluck runter, scheiß drauf. Aber beim zweiten, dritten Mal schluck ich nicht runter. Und sonst Kamera, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, Amanakoin. An alle Frauen da draußen, lasst euch sowas niemals gefallen von einem Typen. Niemals. Lass niemals zu, dass so einer mit euch redet. Wallah, hätte der mich respektiert, hätte ich den fünfmal so respektiert. Aber dass er zu mir, fick dich, sagt, fickt euch oder was weiß ich. Und dann noch, wie heißt diese Scheiße da? Du bist ein Freund, deswegen versuchst du den Guten zu belehren. Das war nicht korrekt. Du kannst ja noch sagen, okay, ich bin sauer geworden, kannst ja noch zurücknehmen. Du stehst dahinter, oder was? Ja. Sehr korrekt von Ghazi, die sehr gute Worte, aber das bringt nichts. So einen müsste man das anders beibringen. Machen wir mal Feierabend jetzt, ne? So, okay, abschließende Worte. Die hat doch schon seit 20 Minuten. Ja. Ich bin schon hier, da warst du flüssig, sei mal leise jetzt. Wer hat die denn jetzt verarscht? Bruder, was gib ich mir hier? Boah, Bruder, ich krepier gleich. Ich bin schon hier, da warst du noch flüssig. Wie alt ist sie? Ist er jünger als sie? Egal, beide Kinder. Und dein Pickel aus, ob du seit 15 Minuten geboren bist, rede dich an. Dein Pickel beträgt genau die gleiche Länge wie dein Schwanz. Bruder, das war hart. Du, Amen, auf deinem Hals ist ein Pickel, Amenau. Ey, steh zu meinem Pickel hier, Amenau. Aber Bruder, der Pickel sieht schon aus wie der Vollmond. Sieht schon sehr bedrohlich aus, Bruder.
CIA, FBI, open the door. Leute, das war's. Ich sage erstmal abschließende Worte, bevor wir Feierabend machen. Ja. Hau mal raus. So, Kamera ist jetzt aus. Komm, lass uns um die Ecke gehen, Alter. Komm. Geh alleine. Will er sich jetzt auch mit ihr schlägern? Guck mal den Blick von ihm an. Geh alleine. Deine Schwester wartet. Sei mir ehrlich. Boah, Bruder. Puh, ekelhaft. Was ist los mit den ganzen Leuten? Warum sind die so unkorrekt? Keine Erziehung. Sehen einen Kameramann. Nein, nein. Weiß ich nicht bei ihm. Aber ich glaube nicht, dass seine Eltern schuld sind. Also möge Gott seinen Eltern das Beste geben. Ich glaube nicht, dass sie ihn so erzogen hat. Das Ding ist, wir alle Leute über 25, über 30 Jahren oder älter wissen ganz genau, wie das ist. Zu Hause sind wir so, ne? Wir haben zwar unser Temperament so, ne, machen auf cool, aber trotzdem halten wir uns in Rahmen und dann draußen oder in der Schule machen wir richtig auf Gangster. Ist ganz normal. So ist die Jugend schon seit was weiß ich wann. Es ist etwas ganz Normales. Also man sollte das nicht auf die Erziehung, ihr wisst schon, was ich meine, also schieben. Und vor allem sie im Mickey Mouse Club, du brauchst wirklich überhaupt nicht reden. Ich schwöre es dir, rede nicht. Du bist ein kleines Kind. Darf ich deinen Namen sagen? Ja. Big Mo, größter Ehrenmann, ich schwöre, ich liebe ihn. Big was? Big Mac? Und dich mag ich auch, du bist richtig nett. Ja. Guck mal dieses Bild an. Gib dir mal dieses Bild, Bruder. Und du, komm mal ein bisschen klar mit deinem ADHS. Und du, geh mal weiter nachts arbeiten. Der ist aggressiv geworden bei dem Mann, weißt du warum? Warum? Weil ich ihn fertig gemacht habe davor. Das hat ihn richtig getroffen. Der muss seine Aggression bei dem Mann rauslassen. Meinst du? Ich weiß das. Ja, das Ding ist, er sagt die ganze Zeit das Gleiche. Dazu kann man auch... Achso, sie hat ihm dann also einen Korb gegeben. Das hat ihn so gekränkt. Kann ich mal wirklich was sagen. Guck mal, ich hab Durst, geh mir meinen Durstlöscher kaufen. Geh mal jetzt. Ich hab dir gleich was anderes haben, Nee, komm, ganz spontan jetzt, ne, ehrlich jetzt, neutral betrachtet, okay? Wenn er dich nicht beleidigt hätte, wenn er ein richtig lieber wäre, wie würdest du ihn optisch jetzt bewerten? Würdest du ihn daten optisch? Also ich kann daten, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ohne Charakter, aber der ist eigentlich ist er okay, also ich sag ehrlich, er ist okay. Ich nehme gleich dieses Mikrofonkabel und helfe mir selber. Ganz ehrlich, er beleidigt dich von A bis Z. Sag du Schildkröte. Er beleidigt dich von A bis Z, Bananengehirn. Und jetzt sagst du im Video, ich finde ihn korrekt, okay? Er hat dich in der Öffentlichkeit als Prostituierte betitelt, als die größte was weiß ich was. Und du sagst jetzt zu ihm, er ist korrekt? Alles klar. Ich bin okay. Und jetzt, was würdest du die liebe Ilgina, nur von... Jetzt kommt safe Rache. 100% kommt jetzt eine Rache, weil sie ihn gekorbt hat. Optisch in der Daten so? Ich sag dir ganz ehrlich, bei Allah das mit Ficken, was weiß ich, stimmt nicht. Egal, komm, wir vertragen uns. Hier, vertragen uns. Ich hab's gewusst. Sie ist richtig Bananengehirn, ich schwöre euch. Hey, gut, dann sind wir fertig, ne? So, Ilgina, möchtest du noch hier dein Insta irgendwas sagen? Ihr kennt alle meinen Insta-Leute, ich muss das gar nicht sagen. Das interessiert jetzt wirklich keinen mehr mit Insta. Wir sind Gott sei Dank fertig mit diesem Video. Wirklich richtig schlimm. An alle Leute, nehmt diese zwei bitte nicht als Vorbild. Bitte, wer das macht, ist genauso ein Bananenbrotgehirn wie diese zwei. Ernsthaft. Ich bin raus. Peace out, bro.